Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Transport Fever 2. Und in der letzten Folge haben wir in der Welthauptstadt Penzing die erste ÖPNV-Buslinie eingerichtet. Und wenn wir uns das mal so anschauen, dann sehen wir Stationen sehr gut, Verkehr sehr gut, Emissionen. Hier, Schraubenschlüssel sind noch nicht da, Waren sind da, Benzin ist da, Baumaterial ist da, Privatverkehr ist da, ÖPNV ist auch da. Das heißt, das Einzige, was jetzt wirklich noch problematisch ist, sind die Emissionen. So, da kommt gerade ein LKW, ich weiß nicht, was der dabei hat. Aber offenbar keine Schraubenschlüssel. Ne, der hat rot. Ah, die fahren hier halt alle durch, ne? Hier auch die ganzen Öllaster fahren hier alle durch. Das finde ich nicht gut. Das finde ich nicht gut. Wo fährt denn hier eigentlich lang? Der fährt halt hier auch halb durchs Wohngebiet. Ja, wobei, das ist ein... Ja, okay, das ist ein Tanklaster, da kann man nichts machen. Der muss hier seinen Sprit abladen, ne? Da kommen wir nicht drum rum. Aber wo sind unsere Schraubenschlüssel? Das ist die Frage, die man sich stellen muss. Das sollten wir vielleicht mal gucken. Linienmanager, Werkzeug 1. Falsch. Was ist das für einer? Ah, nee, Brot war das. Fahrzeuge. Werkzeug 1. Ach, einfach der PIN ist das. Ah, habt ihr mir sicher schon in die Kommentare geschrieben. Okay, hier ist die erste Ladung mit 8 Schraubenschlüsseln. Sobald die geliefert sind, haben wir 100% Versorgung mit Sachen. Ich frage mich, was dann passiert. Es gibt, denke ich mal, 2 Möglichkeiten. A, alle sind glücklich. B, sie wollen noch mehr. Wir reden ja hier von Menschen, das heißt, B ist relativ wahrscheinlich. Oh Gott, das sind alles so Kackstraßen hier, ne? Aber ich möchte das jetzt mal beobachten. So, der fährt 80. Weil man hier nur 80 fahren darf, wahrscheinlich, ne? Was ist denn das Tempolimit 80 auf Landstraßen? Was ist das denn? Ist das wirklich so? Mittlerer Landstraße 80. Was ist das? Was ist eigentlich auf Autobahn? Wo ist der Autobahn? 100 km/h? Wisst ihr was? Uff. 80 auf Landstraße, 100 auf Autobahn. Ganz kritisch hier. Neues Hochhaus wird gebaut. Läuft. Da noch eins. Läuft. So, aber jetzt kommen die ersten. Jetzt kommen die ersten Werkzeuge auch noch. 300.000 Versandkosten. Passt. So. Und jetzt hat Penzing alles. Direkt auch mehr Einwohner. Wie geht's unserer Buslinie? Da ist unser Bus, ne? Ja. Der macht sogar Gewinn. Krass. Also wir haben die Betriebskosten ja erhöht, aber der scheint trotzdem Gewinn zu machen. Der ist ganz... Moment. Kann es sein, dass eine Bus nicht mehr reicht? Kann es sein, dass wir einen zweiten Bus brauchen? Oha. Schauen wir mal kurz. Oh ja, es können nicht alle mit. Okay, das geht natürlich nicht. Das geht natürlich nicht.
Dann kaufen wir uns noch einen zweiten Bus. Bus einfach super günstig. Auch natürlich hoher Unterhalt, ist klar. Und dann ein Bus 1. Überall wird geupgradet. Also es ist schön, die Stadt hier wachsen zu sehen. Na, noch mehr Werkzeuge. Sehr gut, sehr gut. Es ist schön, die Stadt wachsen zu sehen. Aber... Das ist mir zu langsam. Okay, wir sollten langsam mal anfangen, eine Umgehungsstraße hier zu bauen. Um auch den schmutzigen Verkehr ein bisschen runter zu kriegen. Und zwar würde ich das mit einer mittleren Landstraße machen. Und zwar von hier. Ich dachte, ich habe kurvige Straße angeklickt. Was soll das? Okay, warte mal. Wisst ihr was? Umgehungsstraße davon eine Brücke bekommen. Passt schon. Ist eigentlich sogar perfekt, wenn das eine Brücke hier ist. Weil wir wollen ja gar nicht, dass sich das hier überall kreuzt. Hier muss noch geändert werden dann. Und das hier auch. Und da meinetwegen Tunnel. So, da haben wir schon mal einen schönen Kreis. So, jetzt Pause. Jetzt geht es darum, wie wir die Straße hier darüber kriegen, ohne dass die sich kreuzen. Ich würde hier einfach nur ganz gern so eine Unterführung machen. Wartet mal, ich muss mal kurz ein bisschen üben hier. Also so. Aber ich konnte jetzt mit... Ah ja, genau. Sowas machen. So, damit haben wir jetzt hier eine wunderschöne Unterführung. Das ist schön, dass hier extra so eine Delle ist, damit... Egal. Ja, aber jetzt das hier als Brücke halt auslegen wäre nice, ne? Ich krieg das gerade weder als Brücke noch als Dings hin.
Vielleicht muss ich auch tatsächlich das Stück hier mal anders bauen. Ja, das ist am einfachsten und auch günstiger, ne? Auch wenn es halt leicht Overkill ist, aber... Wobei, es sieht echt häselig aus mit der Stütze da. Warte mal, wir machen das nochmal neu. Komm, dann machen wir so eine Brücke. Darf ja auch mal ein bisschen anders aussehen, ne? Und dann ist das hier nicht ganz so häselig. So, hier ist keine Verbindung mehr. Hier nicht, hier nicht, hier nicht. Hier haben wir automatisch schon Brücken. Das ist perfekt. Dann haben wir nur noch diese eine Stelle hier. So. Das ist so eine Billowstraße eigentlich, ne? So eine kleine Landstraße. Dann machen wir einfach eine Unterführung. So. Und jetzt habe ich rein theoretisch einen perfekten Ring. Und jetzt kommt der eigentliche Clou. Und zwar... nehmen wir dafür Autobahnauffahrten. Also optimalerweise würde man ja hier so abfahren. Hier so nach rechts. Aber dann wäre es ja am sinnvollsten, das so zu machen, ne? So, dann könnte ich hier abfahren und dann hier drauf, dann einmal außen rum. Und die wollen ja hier hin. Das heißt, die würden ja dann hier so runterfahren, hier rum. Und von hier oben würden die dann abfahren. Um dann hier unten wieder drauf zu fahren. So. Und wenn die jetzt zurückfahren, dann würden die von hier einfach nach da, ne? Aber ich möchte das so ein bisschen geschwungen haben. So, den würden dann hier so rumfahren. Und hier dasselbe nochmal. Ein Stück vorher abfahren und dann... Also ich frage mich halt jetzt nur, ob die trotzdem so fahren oder nicht. Und hier innerhalb dieses Rings, ist halt jetzt überall Tempolimit.
Okay, das ist egal. Ansonsten, wenn die das nicht automatisch jetzt so machen, dass sie hier langfahren mit ihrem Brot. Gut, der muss reinfahren. Der muss auch. Der muss auch. Der hier muss zum Beispiel nicht reinfahren. Okay, die Brotlinie läuft hier nicht lang. Verstehe. In so einem Fall hat uns das Spiel ja eine Möglichkeit gegeben. Und zwar sogenannte... Oh, hier sind noch was. Verkehrsampel, Spielereigentum, Busspur, Tramgleistool. Also was natürlich schön wäre, wenn ich einfach irgendwie LKW was verbieten könnte, aber gut. Wegpunkte. So, und jetzt sind hier zwei Wegpunkte. Und jetzt nehme ich zum Beispiel die Brotlinie. Das ist jetzt eigentlich die einzige, die das im Moment, glaube ich, betrifft. So, und jetzt ist hier natürlich... Also Hübingen... Abzweigung, das ist eigentlich echt Quatsch von der Reihenfolge her, ne? Okay, also von Hübingen Abzweigung soll er dann erstmal dahin fahren. Dann nach Röllbach. Dann Röllbach Anbau. Und auf dem Rückweg nimmt er dann den anderen Wegpunkt hier mit. Und schon fahren die Brottransporter über die neue Umgehungsstraße. Und verpesten hier nicht mehr unnötig die Luft. Vielleicht bringt das ein bisschen Emissionsminderung. Das wäre schön. Oh! Okay, die sind nicht zufrieden. Was ist los? Wo ist das Problem? So sauer, dass sie gleich ein Gebäude gesprengt haben. Kritisch. Sehr, sehr kritisch. Ja, was haben wir denn hier noch alles für LKWs? Hier sind die Stein-LKWs. Hier sind schon eine Menge LKWs, die hier in die Stadt reinfahren, ne? Schön ist das ja nicht. Aber es gibt halt auch, also für Öl, glaube ich, haben wir keine Alternative. Wenn die in irgendeiner Art und Weise tanken wollen, dann wird das so nichts. Reiseziele, öffentlicher Verkehr, Privatverkehr. Okay, der Privatverkehr von Penzing nach Hübingen ist recht hoch. Hier könnte man vielleicht auch mal über eine Buslinie nachdenken, tatsächlich. Was ist das hier? Ach, Patersdorf. Und hier noch Malz. Und noch Grenzloch. Oh, okay. Okay. Güter. Egal wie gut du fährst, aber Züge fahren Güter. Emissionen. Ja gut, jetzt wo die hier langfahren, könnte es wirklich sein, dass die Emissionen hier zurückgehen. Vor allem die LKW, pass mal auf, die LKWs, die hier in die City reinfahren, ne? Das ist zum Beispiel also einmal natürlich iPhones. Muss ich so machen. Einmal natürlich iPhones. Die hier
Und da ist Kosten sehr hoch. Zack. Dann Werkzeug. Unterhaltskosten sehr hoch, zack. Dann Ziegel. Unterhaltskosten sehr hoch, zack. Und was wollten die noch? Ah ja, genau, und dann hauptsächlich Benzin. Unterhaltskosten sehr hoch, zack. So, damit sollten wir dann schon mal zum Beispiel von sehr schlecht, ne, die ganzen Emissionen hier auch wegkriegen. Das wäre schon mal was. Das wäre, glaube ich, eine ganz gute Sache. So, von sehr schlecht schon mal nur noch auf schlecht. So, und auch damit 526, ja. Bevölkerung steigt wieder, sehr gut. Emissionen. Durchschnitt aktuell. Oh, die ziehen eine ganz schöne Emissionsspur hinter sich her, ne? Durchschnitt. Ich hätte aber irgendwie Bock, sowas wie einen Güterumschlagplatz hier außerhalb der Stadt zu bauen. Warte mal. Lass das mal machen. Wo machen wir das am besten? Außerhalb vom Ring auf jeden Fall. Machen wir es mal hier gegenüber von der Fracking-Anlage. So, Gebäude. LKW-Station, so. Ich stelle das mal ein bisschen hier so. Mach das mal ein bisschen hier so rein. Ich meine, ich hätte auch so ein Warenhaus als Workshop-Ding runtergeladen gehabt. Oder habe ich das nicht? Wahrscheinlich, ne? Wie läuft es hier eigentlich so? Okay, Stahl macht ein bisschen miese. Und Werkzeug macht ordentlich miese. Aber alle anderen machen. Alter. Die Züge. Holy shit. Die machen gut plus. Ja, läuft auf jeden Fall. 2 Milliarden schon auf dem Konto. Gefällt mir. So, konfigurieren. Das da weg. Passagiere könnte man hier auch noch umschlagen, aber sehe ich jetzt noch nicht so. So, dann können die alle hier oben reinfahren. Und hier wieder rausfahren. So. Ein Ticken zu lang. Ja, ja, ich bin ja dabei.
Also rein theoretisch wäre es am praktischsten. Das ist jetzt natürlich massiver Overkill, aber das ist die ganze Geschichte hier ja eh. Steigungsgroß. Okay, es wird immer schlimmer. So, weil so müssen die nicht abbiegen, wisst ihr? Also in der Brücke ist halt... Lassen wir das. So, und jetzt... das ist... Oberpenzing... Umschlagplatz. Oh. Umschlagplatz. So. Jetzt richten wir eine Linie ein. Und zwar... Penzing... Gütertransport. So, die bekommt Rot. So, und diese Linie bekommt jetzt Fahrzeuge. Und zwar Urban E-Trucks. Ne, wobei, zwei reichen wahrscheinlich. Wir werden sehen, ob zwei reichen. Aber ich könnte es mir vorstellen. Verkaufen wir erstmal einen. So, die Penzing-Güter. Aber, ah ja, die brauchen natürlich noch Drop-Off-Zones. Die Route hat ja noch gar nichts. Gütertransport. So, also die fangen natürlich an, hier ihr Zeug abzuholen. Haltestelle hinzufügen. Boom. Und die fahren dann an diese Station. Ich weiß nicht, was da angeliefert wird. Und diese Station eigentlich. Da wird, glaube ich, nur Öl angeliefert. Müssen wir mal kurz checken. Genau, hier wird nur Öl angeliefert. Hier werden Ziegel angeliefert. Und hier die anderen beiden Sachen. Dann haben wir drei Öl nicht. Easy going. Okay. Linie. Ist das schon der erste? Nee, ne? Genau, dann am Umschlagplatz. Zumindest eine Fracht sollte voll sein. Und ich glaube, genau, den 6er habe ich extra dafür vorgesehen. So, und die anderen Linien, die jetzt irgendwas dahin transportieren, also zum Beispiel Werkzeug, die bringen das nicht mehr in den Tulpenweg, sondern dahin. Und zwar ja, passt schon. Auf 1. Dann Ziegel. Auch nicht mehr in den Birkenweg, sondern auch hier hin. Und zwar auf 2. Und iPhones. Auch nicht mehr in den Tulpenweg. Und auch hier hin. Auf 3. So, die bringen das jetzt alles hier hin und wird dann von hier mit Elektro-LKWs hier in die Stadt gefahren. Das sollte dann nochmal für eine ordentliche Reduktion der Emissionen führen.
oder zu einer ordentlichen Reduktion der Emissionen führen. Und vielleicht können wir das mit dem Öl auch noch irgendwie hier ein bisschen mehr in die Außengebiete bringen und dann hier auch, dass er hier lang fährt, das hier abliefert und dann gleich wieder sich verpieselt oder so. Ja. Okay, da kommen jetzt die ersten an. Warum sind die leer? Okay. Die laden hier halt nichts ab. Also die sind halt leer. Why? Produzierst du noch iPhones? Ja. Okay, Stahl ist jetzt vielleicht ein bisschen problematisch. Wo ist hier das Problem? Ah, Eisen. Aber hier ist genug. Das bedeutet... Okay, das ist eigentlich nicht allzu problematisch. Ich kaufe mal noch zwei weitere. Schick die auf die Eisenlinie und dann schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Wir können ja immer noch dazu kaufen zur Not. So, da ist Pensing. So. Einwohnerzahlziel plus 190%. So, schauen wir mal. Emissionen. Aktuell. Das ist ein Elektrobus, Digga. Der macht keine Emissionen. Oder sind da auch Schallemissionen gemeint? Weil die macht er natürlich ganz leicht. Aber wirklich nur leicht. Emission 63. Und das ist ein Öltransporter, Emission 66. Hä? Was ist das für ein Schmutz? Sag mal, wofür baue ich hier alles auf Elektrofahrzeuge um? Nur damit mir das Spiel dann sagt, ha, verarscht. Willst du mich verarschen? Also ich glaube, das Spiel will mich verarschen. Wir machen das jetzt trotzdem so, aber der Fug. Was macht er hier? Warum fährt er hier durch? Ah, okay. I see. Aber das ist klar. Der hat jetzt sogar dann kürzer. Hier haben wir noch keine Auffahrt. So, damit sollte in Zukunft einiges hier lang fahren. Ah, das ist der Brottransporter, ja klar, aber der Ziegeltransporter sollte jetzt von alleine, genau, die Strecke hier nehmen. Weil dann haben wir hier durch die City nur noch Benzin, Bus, Gütertransport.
Sonst fährt hier nichts mehr durch die City durch. Und das ist auch gut so. Emission. Aber was soll das, dass die E-Busse Emission machen? Das ist doch irgendwas kaputt, oder? Ja, der ist auch leer. Kann es sein, dass jetzt irgendwie alles... Wait. Der kann auch Benzin transportieren? Was? Warte mal. Oha. Okay, warte. Benzin 1, nicht mehr Parkstraße, sondern auch hier. Und zwar, das müsste dann 4 sein, ne? Ja. Und der andere hier. Okay, pass mal auf. Linienmanager. Gütertransport. Der bekommt hier noch. Nach dem Tulpenweg. Den hier. Ja, das geht schon. Und dann stellen wir das vielleicht auch noch genauso ein, wie wir es brauchen. Und zwar... An der Stelle ist es vielleicht wirklich sinnvoll, das hier richtig einzustellen. Und zwar hier soll nämlich nur Werkzeuge und iPhones abgeladen werden. In der Parkstraße... auch nochmal so ein Thema, dass wir das hier richtig machen. Aber es ist cool, dass der auch Benzin machen kann, soll eben nur Benzin abgeladen werden. Und im Birkenweg sollen nur Ziegelsteine abgeladen werden. Ich würde gerne mit einem... Nevermind. Sollen nur Ziegelsteine abgeladen werden. Okay, der hat jetzt Benzin dabei. Okay, dann brauchen wir aber definitiv nochmal ein bisschen, ne? Weil das ist schon ein bisschen mehr. Dann brauchen wir locker 4 LKWs, die das hier alles abladen. Weil hier wird schon gut was abgeladen, denke ich. So, weil wenn wir jetzt hier in den Linien wenden, dann sind hier nur noch 2 Linien unterwegs. Der Bus und der Gütertransport mit Elektro-LKWs. Und der ganze Rest, der fährt entweder außen rum oder fährt nur bis hier. Was man dann natürlich auch an der Emission sieht. Die verlagert sich von der Stadt. Ja, hier. 0. Ha! Von der Stadt hier noch außen ins Outback. Und so haben die Leute in der Stadt schönere Luft und... Ja, auch als Lärmemission gemeint ist auch ein bisschen was Leiseres. Ich finde es nur immer noch ein bisschen lächerlich, dass die E-LKWs hier auch mit Emissionen, das sehe ich einfach nicht. Aber die Bevölkerung geht zurück. Nein, ja, wahrscheinlich, weil die jetzt einige Zeit nicht mit Waren versorgt wurden. Na, die reißen direkt ihre Gebäude ab, weil sie keine iPhones mehr bekommen. Aber ich vermute mal, die Linien müssen sich gerade neu einspielen. Da kommen schon die ersten LKW. Ah, ne, die fahren gerade. Der bringt gerade eine frische Portion iPhones. Schau. Der macht auch LKW-Geräusche. Das ergibt auch keinen Sinn. I don't like this. Es ist nicht das, wie ich mir meine Stadt der Zukunft vorstelle. Ich will hier keine Emissionen haben. Boom. So. Ich hoffe, die sind jetzt wieder einigermaßen happy. Ein paar Schraubenzieher brauchen sie noch, aber sonst
Eieieiei. Wenn du die mal kurz nicht versorgst mit Zeug, ne? Komplette Eskalation. Okay, dann möchte ich noch ganz kurz zu den Werkzeugen schauen. Da habe ich auch das Gefühl, dass wir da, ja, vielleicht den einen oder anderen mehr brauchen. LKW. Fahrzeuge kaufen. Ich mache mal direkt 3. Dann schicke ich die auf die... Ja, okay, sagen wir mal 2. Auf die Werkzeugding. Kaufe ich nochmal. Und dann kaufe ich nochmal 2 davon. Und nochmal 1 für Holz. Und nochmal 1 für Brett. Tja, warte. Das Brett hat doch einen sehr zu viel. Holz. 3 Holz, 3 Bretter. Bei Holz haben wir genug da. Aber der Transport ist so eine Geschichte. So, über 200. Das ganze Lagerhaus ist voll. Das Zeug muss auf jeden Fall weg. Ja, die nächste Maßnahme. Ja gut, jetzt haben wir hier diesen Umschlagplatz. Das heißt, wir könnten theoretisch auch das irgendwie mit einem Gleis vielleicht realisieren. Jetzt schon wieder kein Stahl. Warum? Oh no. Das ist natürlich schlecht, wenn das hier alles steht. Stahl 1. Unterkönigsmoor. Wie wäre es denn, wenn Stahl über Terminal 2 laufen würde? So wie es sein soll. Das wäre vielleicht mal eine Maßnahme. Wenn man dann vielleicht nochmal 2 Transporter kauft für die Eisenroute, um nochmal mehr Eisen ranzukriegen, dann kriegen wir das Stahlwerk auch besser ausgelastet. Warum wartet der denn da jetzt? Was ist das denn? Was ist denn das? Okay, ich ändere meine Meinung nochmal. Stahl, Terminal 2. Nee, hier Terminal 1. Nee, Terminal 1. Und Kohle. Terminal 2. Und Eisen. Und der Königsmoor Terminal 2. Dann können die hier direkt abladen, hier rumfahren und dann da rausfahren. Oder einfach hier vorbeifahren. Ist mir egal, wie sie es dann machen. So, ja, entweder bringe ich jetzt ein Zugzeug dahin oder... Ne, ich hätte auch irgendwie Bock auf eine Autobahn, ne? Dass wir hier so eine Autobahn bauen. Ich weiß nicht warum, aber die Straßen taugen mir aktuell noch ganz gut. Ich glaube, wir bauen das nächste Mal eine Autobahn. Keine Ziegel mehr und kein Werkzeug mehr.
Okay, hier stehen halt Ziegel, die warten. Ich sehe schon, mit dem Umschlagplatz werde ich auf jeden Fall noch ein bisschen üben müssen. Weil die Frage ist auch, wie nimmt der das mit? Gütertransport. Ich habe gesagt, hier pass auf, wenn eine Fracht voll ist. I see. Waren 25 Ziegel 25 Werkzeug und Benzin. Das war mein Fehler. Wait, hat er jetzt nur Benzin dabei? Also er kann ja wohl hoffentlich 5 von jedem dann mitnehmen, oder nicht? Oder können die immer nur einen Typ an Waren mitnehmen? Dann müssen wir das hier wieder komplett anders bauen. Das ist gut, dass ich das gebaut habe. Weil dadurch lerne ich, glaube ich, wieder eine Menge übers Spiel. Ja, ich glaube, da müsste mir mal mit ein paar Tipps helfen. Ob die wirklich nur einen transportieren können oder ob ich hier einen Fehler gemacht habe. Dass er deshalb nur einen mitnimmt. Ansonsten müssen wir da das ganz anders nochmal machen. Aber dafür macht man das ja, um sich voranzuirren. Und damit würde ich sagen, Wassertemperaturalarm von meiner Wasserkühlung. Ich wollte gerade die Folge beenden. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge, was maybe auch dann die nächste Aufnahme nach der Gamescom ist. Ich habe jetzt mal für die Gamescom vorproduziert. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen und macht's gut. Bis dann. Tschüss.